Hi. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein kompletter Vlog wird oder ein komplettes Video, aber ich dachte mir, ich starte jetzt mal, because in ein paar Tagen. Okay, warte, welches hatte der 16. oder? Ja. Because, ja doch, in ungefähr zwei Wochen fahre ich zu einem kleinen Mädchen. Was heißt denn ein kleines Mädchen? Das ist ein großes Mädchen. Zum Geburtstag, und zwar von Lucia. Vielleicht kennt der ein oder andere sie ja. Warte, wie heißt ihre Fanpage schon mal? Irgendwie sowas, wenn man Lucia eingibt, dann kommt das safe. Ja. Und auf jeden Fall hat sie mich gestern zu Geburtstag. Auf jeden Fall hat sie mich gestern eingeladen. Und ich habe ihr bewusst abgesagt, weil ich die Nummer von ihrer Mutti habe. Und jetzt hinter ihrem Rücken alles plane mit ihr. Die freut sich wie Buxtehude, ihre Mutti ist super süß. Und ich bin extrem gespannt, weil, also es steht noch nicht ganz fest, wie ich sie überrasche, aber dieser Blick, der wird unbezahlbar. Ja, ich glaube, sie wird einfach weinen. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, da gibt es gar keinen Wein. Ich glaube, sie wird einfach übel anfangen zu heulen, aber yes. Und deswegen beschreiben wir den 16. Februar 2022. Und ich bin sehr gespannt, ob dieses Video weitergehen wird oder nicht. Okay. Wir werden sehen. So, ich weiß zwar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe. Es ist, glaube ich, ein paar Tage her. Oder was? Gestern? Whatever. Ich habe jetzt mit dem Entschluss gefasst. War gerade mein Daumen. Ich habe das Internet gerade auf. Ich habe das Internet auf den Kopf gestellt, um nach irgendeinem Geschenk für sie zu suchen. Was mache ich denn hier mit der Kameraperspektive? Ist grausam. Ich habe überall gesucht, was ich ihr denn schenken kann, weil ich wollte halt nichts nur noch 15-mäßiges haben. Und dachte erst dran, irgendwie ihr was mit Lina Tillmann zu schenken oder so. Aber, ich habe dann mal drüber nachgedacht, was ich so geschenkt bekommen habe in den letzten Jahren. Und da kam eine Idee. Ich habe nämlich mal von einem Mädchen zum Geburtstag, war das zum Geburtstag? Ich glaube schon, diesen Teddybären hier geschenkt bekommen. Mit einem Bild von Lina und mir. Ich bin so süß. Und deswegen habe ich den auch für Lucia jetzt bestellt. Zwar mit Bildern von ihr und mir, aber mega süß finde ich den. Und ja, der kommt dann zwischen dem 24. und dem 26. glaube ich bei mir an. Und dann werde ich den so ein bisschen vielleicht auf eine Pappe setzen oder so. Den irgendwie versuchen festzumachen. Mal gucken, wie ich das mache. Und dann kann der ganze Spaß schon losgehen. Ja, ich freue mich sehr drauf, ihr das dann geben zu können. Und bin gespannt, ob ich ihre Reaktion vielleicht auch einfilmen kann. Ja, einfangen kann. Guten Morgen. Wir haben heute den 24. Februar. Ja, doch. Und, oh nee, diese Vorteile hier, die müssen gleich sein, sonst kriege ich einen Anfall. Schon ein bisschen ironisch, dieser Pulli hier. Egal. Auf jeden Fall. Ich wollte euch up to date halten. Ich war nämlich mit Lina gestern, oder? Ich glaube gestern oder vorgestern waren wir in der City. Und eigentlich wollten wir nur ein Geschenk für Selina holen, weil die hat nämlich heute Geburtstag und wir fahren heute zu ihrem Geburtstag. Aber ich habe bei der Hurra so süße Socken gefunden. Halleluja. Das sind einfach so Zaubersocken, die man wahrscheinlich wie so ein Handtuch, gibt es ja auch sowas, dann einfach entweder in 15 Minuten ins Wasser legen, bis sich die Socken vollständig entfaltet haben. Und dann werden sie wieder trocken und dann kann man sie anziehen. Aber wie süß, man. Und da unten steht Lieblingssocke, falls man das nicht lesen kann. Feier ich Todes, und jetzt haltet euch bitte auf Urteil. Das ist so niedlich. Ihr Hauptgeschenk bei ihrer Mutti zur Gemeinde. Ihr seid ihr nichts Großes schenken. Wie süß ist das bitte? Und dann sehen wir uns beim Einpacken. So, die Belichtung ist katastrophal. Eigentlich voll schön, aber egal. Wir haben heute den 28. Februar. Ich fahre morgen zu Lucia. Und ich habe jetzt, den Tag habe ich schon mal gezeigt, glaube ich, oder? Yes. Ich war heute noch bei DM und habe ihr einmal so eine Tuchmaske geholt. Ich finde dieses Design voll süß. Ja, Verpackungsopfer und so.
Und einmal so ein Badesalz hier. Fand ich ganz niedlich. Und dann habe ich dann noch, haltet euch bitte irgendwo fest, diese zuckersüße Karte. Die spiegelt komplett, aber ich glaube, man sieht es ein bisschen. Und dann habe ich noch bei Selinas Geburtstag, meine Güte, gab es so einen übelst geilen Kuchen. So eine Kuchenmischung, so einen Schokokuchen mit so einer Puddingglasur oder so, habe ich auch geholt. Mit so Deko. Ich fühle mich nachher ein bisschen mit, wenn ich ihn backe. Und dann packe ich das alles ein nachher. Ich fühle mich auch noch ein bisschen mit und dann geht's morgen schon los. Hält das jetzt so? Hi. So, ich habe jetzt meine Haare neu gemacht. Ich muss sie gleich noch ein bisschen aufziehen. Because ich wollte morgen schöne Wellen haben. Ich glaube, das wird nichts, wenn die so dermaßen eng aneinander sind. Wo ich gucke eh bald ab, ne? Also, ich habe ja diese Kuchenmischung hier geholt. Und die mache ich jetzt. Und sieht mich zwar kaum, aber egal. So. Mischung. Das ist einfach. Das ist sehr einfach. Hilfe. Ich muss 100 Gramm abmessen. Anstrengend. Was ist das denn? Okay, das kriege ich hoffentlich hin. Gut, ich brauche eine Schokoladenmischung. Das ist der Belag. Ach, das sind die Streusel wahrscheinlich. Okay, chillige Sachen. Da kann ich sie auch kriegen. Oh, das hat wieder schön stieben. Geil. Oh. Überforderung ist gerade real. Ich bin gerade am überlegen, ob ich einfach die Hälfte hiervon mache. Als ob das so viel ausmacht. Oder soll ich lieber darauf fliegen? Wäre vielleicht besser, oder? Ich bin auch keine Bäckerin. Keine Konditorin. Okay. Geh darauf an. Nee. Oh, ich brauche mir selber, wie gesagt. Erstmal alles voll gesaugt, man kennt's. Okay, dann mache ich das hier mal schnell fertig und dann kommt es gleich. Kleiner Zwischenstand, wir haben es jetzt 10:15. Der Kuchen ist fertig, der sieht sehr gut aus. Ich bin jetzt aber ehrlich gesagt zu faul und glaube auch, dass es nichts bringen würde, wenn ich jetzt die Klingensklausur noch mache. Deswegen mache ich das morgen früh. Stehe ich morgen früh auf und dann mache ich das doch. Und dann kann ich mal selber was zu essen. Selber was zu essen. Deutsch ist halt meine Stärke. Und das Geschenk ist schon fertig. Das steht oben. Das kann ich dann auch nochmal zeigen. Yes. Guten Morgen. Wir haben es jetzt, ich glaube, 10:15. Ich habe doch noch ein bisschen länger geschlafen, als ich eigentlich wollte. Aber gut, der Kuchen ist ja fertig, das Geschenk ist fertig. Ich muss noch den Kuchen dekorieren ein bisschen. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich mache mich jetzt auch ein bisschen hübsch, weil ich muss ja auch erst in 4 Stunden oder so los. Deswegen, ich habe noch Zeit. Ich mache jetzt gleich noch ein Bild für meine Fanpage mit den Tickets und Filmen. Und dann habe ich Langeweile wahrscheinlich. Nee, aber der Kuchen, der braucht bestimmt auch ein bisschen Zeit, um zu strehen. Der ist nicht so fertig. Bin ich richtig eingeflochten, egal. Ich hoffe mal, ich habe dann schöne Locken. Ich habe das von hier oben so ein bisschen runtergeflochten. Gestern hatte ich sehr, sehr schöne, so starke Wellen halt. Mal gucken. Und dann, bin sehr gespannt. Ich bin stolz auf mich. Ich habe den Kuchen jetzt dekoriert und ich bin so, so stolz drauf. Ich kann den gleich mal zeigen oder kann ich einfach. So, sieht man das gut? Ja, das sieht man sehr gut. Ich habe die perfekte Kuchenschale quasi gefunden. Ich kann das dann einfach so an den Hängeln tragen. Finde ich äußerst cool. Und yes! So, langsam wird's ernst. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen
fertig gemacht, habe meine Haare aufgemacht und die noch irgendwie hinten zusammengebunden. Ich schmink mich daran noch ein kleines bisschen im Zug. Meine zwei Ketten fehlen hier. Yay. Und ja, ich muss in ungefähr 10 Minuten los. Stellt mir jetzt auch den Kuchen und das Geschenk, das steht schon unten. Ich stehe schon unten. Genau, und dann fahre ich los. Dann sehen wir uns entweder in der Straßenbahn oder im Zug oder ja doch, spätestens im Zug. Bis dann! Elena sitzt gerade vor mir, die war auch schon völlig schockiert. Hi. Und positiv. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu nach Hause und ich bin so excited. Ne? Ich auch. Allein weil Elena hat schon völlig Eskalation. Und das Ding ist, ich habe ja nicht nur eine Überraschung, ich habe einfach 5. Also das Ding ist, ich habe dieses Video, dann habe ich mein normales Geschenk, ich habe den Kuchen gebacken und dann kommen dann noch so zwei kleine Sachen. Ich freue mich total. Das wird richtig geil. Das wird was. Guten Morgen. Ich wollte eine Story erwähnen. Hi. Wir haben es jetzt, keine Ahnung wie spät. Auf jeden Fall ist es schon der nächste Tag. 20. Wir sind richtig gut im Vloggen. Mega. Und wir frühstücken jetzt gleich. Ja. Und dann machen wir uns irgendwie einen schönen Tag. Und ich bin schon dabei, den Vlog zu bearbeiten. Der kommt, ich denke, heute Abend oder morgen online. Und yay. Ich bin gespannt. Ich bin sehr witzig. Ich hab's mit dabei. Hi. Wir haben uns noch gar nicht gemeldet, seit gestern Sarah. Doch, ich habe ein paar Training gemacht, echt? Dass ich geschlafen habe. Ist nicht dein Ernst? Ja, wir sind gerade unterwegs. Ich hätte fast gesagt, wo? Und? Mashallah. Und ja, es ist 14:27 Uhr. Ich habe Angst davor, wenn Sarah wieder geht. Aber es war ein sehr schöner Geburtstag gestern und immer noch ein sehr schöner. Und ach, ja. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Zeit. Peace out.